heiße Tim Kleff und ich komme aus Gelsenkirchen und ich studiere jetzt seit einem Semester an der Cusanos Hochschule Ökonomie. Ja, also ich habe mich schon während meines Abiturs für gesellschaftliche Themen interessiert und genau, dann habe ich auch im Internet schon nachgeschaut, was es da so gibt und ja, wollte mich da informieren und dann bin ich auf das Netzwerk Plurale Ökonomik gestoßen und genau, da habe ich mir dann viele Vorträge auch angehört und ja, letzten Endes wollte ich dann nach meinem Abitur irgendwie in diese Richtung gehen, die ja, die Welt besser verstehen, die Gesellschaft besser verstehen und ja, letzten Endes wollte ich eigentlich zur Cusanos Hochschule gehen, ja, ich habe in einem Vortrag der Pluralen Ökonomik davon gehört und dann hat mich erstmal die finanzielle Hürde so ein bisschen abgeschreckt und deswegen habe ich erstmal an einer staatlichen Hochschule studiert, und zwar in Köln, den Studiengang VWL, sozialwissenschaftlicher Richtung. Das schien mir irgendwie damals als die zweitbeste Option nach der Cusanos Hochschule. Und ja, davon habe ich mir irgendwie erhofft, dass es interdisziplinär, pluraler, ein bisschen kritischer ist als das normale VWL-Studium. Ja, genau, also es gibt riesige Unterschiede zwischen dem Studium hier und dem Studium in Köln. Also erst einmal angefangen, hier wird ja in Kleingruppen die ganze Lehre organisiert. Das heißt, ich kenne wirklich jeden am Tisch, einschließlich den Dozierenden. Ja? Und das bedeutet, dass man wirklich auch individuell Fragen stellen kann, dass ich auch den Professor zum Beispiel kritisieren kann und der sich dann auch damit auseinandersetzen muss. Und dass auch auf meine Wünsche in gewisser Weise auch eingegangen wird. Also wenn ich mich melde und sage, das habe ich noch nicht verstanden, dann wird es auch extra nochmal für mich wiederholt. Die Lehre an sich natürlich ist auch schon wesentlich pluraler, wesentlich kritischer, interdisziplinär. Und das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich hier bin. In Köln hatte ich eine ganz kleine Gruppe von Leuten, die ich immer wieder gesehen habe. Und den Rest, der kam mir so vor, als hätte ich den noch nie gesehen, obwohl wir wahrscheinlich immer in den gleichen Seminaren gesessen haben. Das heißt, hier hat man eine viel persönlichere Bindung zu allen Leuten. Und genau, und diese persönliche Bindung ist aber auch sozusagen über die inhaltlichen Themen verbunden. Also in Köln habe ich es oft erlebt, dass die Leute nicht wirklich interessiert an ihrem Studium waren. Und sobald wir den Hörsaal verlassen haben, gab es so eine Art ja, Redeverbot über die Themen des Seminars oder das, was halt eben im Hörsaal besprochen wurde. Und hier ist es so, dass die Leute sich tatsächlich irgendwie dafür interessieren, was sie studieren. Und das hat mich von Anfang an fasziniert. Also man kann sich wirklich an den Esstisch im Studihaus dann hinsetzen und irgendein philosophisches oder wirtschaftswissenschaftliches, gesellschaftsrelevantes Thema eröffnen. Ja? Und alle sind sofort begeistert und fasziniert und diskutieren mit, hören sich gegenseitig zu. Es gibt auch eine unglaublich gute Kommunikationskultur unter den Studierenden, was mich auch anfangs irgendwie sehr, also auch überrascht hat, ja, besonders im Hintergrund immer diese Erfahrung in Köln und genau, also es ist ein großer Unterschied und jetzt im Nachhinein betrachtet fühle ich mich hier wesentlich wohler als damals in Köln. Also erst einmal sind die Dozierenden sehr offen und auch inhaltlich sehr offen. Also sie sind immer begeistert, wenn man mal einen Vorschlag aus einer anderen Sicht einbringt. Also sie schätzen, glaube ich, auch Multiperspektivität. Und das ist auf jeden Fall, also das habe ich in Köln nicht so erlebt, ehrlich gesagt. Und sie sind auch sehr kritikfähig. Also ich weiß noch, in einem meiner ersten Seminare habe ich was nicht ganz verstanden, hatte eine Kritik an einer bestimmten Sache, dann habe ich mich gemeldet und habe die Kritik vorgetragen und nach einem kurzen Hin und Her zwischen mir und dem Professor hat der Professor dann gesagt, ja, Sie haben recht und hat es dann sozusagen am Flipchart sogar noch korrigiert. Ja, und dazu gehört einiges, glaube ich, auch als Professor sowas zu machen. Also man muss sich schon irgendwo auch sicher sein, mit so einer Situation umgehen zu können. Und das habe ich in Köln auch nicht so erlebt. Da war es eher so, wenn jemand eine kritische Frage gestellt hat, dann wurde die irgendwie abgeschmettert oder so. Da erinnere ich mich zum Beispiel an einen Fall, da saß ich in einer Mikroübung und ein noch nicht mal kritischer Student, sondern einfach nur ein Student mit einer Verständnisfrage hat sich gemeldet und gefragt, was ist eigentlich dieses Kapital? Ist das Geld? Sind das Maschinen? Was genau ist das? Und dann hat der Übungsleiter tatsächlich nur gesagt, naja, wenn Sie philosophieren wollen, dann gehen Sie doch Philosophie studieren, dann sind Sie hier falsch. Und hat die Frage nicht weiter beantwortet. Und da habe ich mir auch nur so an den Kopf gefasst und mir gedacht, was, das kann ja wohl nicht, das kann ja nicht sein. Also, und das habe ich hier einfach gar nicht. Also genau, hier können die Professoren sehr gut mit Kritik umgehen.
Also das Studium hier ist organisiert in Seminare und meistens sind das so ja, circa 6 Tage im Monat. Und die restliche Zeit kann man entweder hier in Bernkastel-Kues verbringen oder man kann auch zurück in seine Heimat fahren. Und das bleibt dann jedem selbst überlassen. Und in dieser Zeit muss man oder sollte man sich auf die Seminare vorbereiten und die Seminare, die man gerade gehabt hat, auch nachbereiten. In der Zeit schreibe ich dann auch die Essays, die Hausarbeiten und so weiter, alles, was dann so auch anfällt. Genau, und hier in den Seminaren, das ist dann meist eigentlich den ganzen Tag, wird dann wirklich auch intensiv genau einer Frage irgendwie nachgegangen. Am meisten, glaube ich, nervt, ist, dass die Studierendenschaft doch sehr homogen ist. Also, dass wirklich sehr ähnliche Charaktere auch hier an der Hochschule studieren. Und das ist sozusagen, das sind zwar Leute, die auch multiperspektivisch denken, aber grundsätzlich kommen die aus einer ganz ähnlichen Demografie, aus einer ganz ähnlichen politischen Richtung. Und was ich mir eigentlich wünschen würde, und wäre, dass es sozusagen auch Leute gibt, die Pluralität, also Pluralität wollen, aber dann nicht aus der gleichen politischen Ecke kommen, sondern wirklich auch mal dieser Begriff Multiperspektivität wirklich auch mit Inhalt gefüllt wird. Und das wünsche ich mir auch für die Zukunft der Hochschule.